Kombination mit der Winter, er muss jetzt alles geben. In der Kombination, liegt er an 7. Stelle. Sein Ziel müsste es also sein, zumindest einmal Locher zu überholen und dann wahrscheinlich auch Gedina, denn der Abfahrer wird vermutlich nach der Fahrung des ersten Laufs einiges verlieren. Auch ich wünsche mir, dass auch ein Lauf einmal aufgeht, der bis jetzt wirklich eine verwuchste Saison kommt. Vielleicht geht es jetzt über Weltmeisterschaft, Kombinationsslalom. Ein toller Lauf. Hubert Stolz liegt nur 3 Kombinationspunkte hinter Locher, allerdings Locher ist einen blendenden Slalom gefahren. Zweitschnellster bisher. Oh, ein bisschen Schwierigkeiten kommen. Vielleicht ein bisschen zu viel eingeklemmt. Und für Hubert Stolz geht es ja auch um die Aufstellung für den Riesenslalom. Jawohl. Oh, jetzt herrscht schon eine Bombenstimmung hier im Zielstadion. Das ist er. Oh, hier fast hängen geblieben. Ein bisschen hängen geblieben, ja. Der Mittelteil ist sehr stark. Von jetzt lässt er wieder laufen. Ja, und jetzt zieht es sich bis zum Ziel. Jetzt zieht es sich. 3. in der Kombination.